Laun hat, Entschuldigung, das ist hier leider von Kollegen nicht ordentlich, ja. nicht ordentlich aufgeschrieben. Das war jetzt keine persönliche Schuldzuweisung. Ich entschuldige mich. Also, den Namen Lammert finde ich super, den nehme ich auch, aber. Ja, ich wunderte mich schon. Also noch einmal korrekt fürs Protokoll und zum Überblick. Die Kollegin Dr. Silke Launert hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich gebe zu, auch mich hat es gewundert, dass die AfD diesen Antrag so gestellt hat. Ja, aber Sie sehen, es wundert jeden offensichtlich. Frauen, Freiheit und Gleichberechtigung, zumal ja gestern erst mehrfach dieses Thema mit der Reproduktion zum Ausdruck kam, mehrfach dieser Ausdruck. Und ich gebe zu, das war einer der Momente, wo ich ein bisschen sprachlos war und mir so manchmal so ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Auf der anderen Seite überrascht es natürlich nicht, dass man das Thema eigentlich nicht so gemeint hat, wie man es gestellt hat, sondern dass es wirklich ganz konkret um die Vorfälle ging, um Belästigung, Vergewaltigung, Ermordung deutscher Frauen durch Flüchtlinge, dass das eigentlich das wahre Thema sein sollte. Jetzt ist das Thema weitergestellt und viele haben das natürlich auch so verstanden. Und wenn man Frauenpolitik wirklich, wenn einem Frauenpolitik wirklich wichtig ist, dann entweder man beschränkt das Thema oder man spricht natürlich alle Fälle an, die damit zusammenhängen. Sie, vielleicht interessiert Sie nur dieser eine Ausdruck. Generell bei dem Thema Belästigung, körperliche, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen haben wir uns ausgerechnet in der letzten Zeit intensiv damit befasst. In der letzten Periode die Strafbarkeitslücken bei der Vergewaltigung geschlossen, die Strafbarkeit der sexuellen Belästigung und dem Straftatbestand Straftat aus Gruppen heraus, übrigens direkt nach den Ereignissen in Köln eingeführt. Wir haben den rechtlichen Rahmen dafür geschaffen, dass auch Flüchtlinge, die Sexualstraftaten begehen, in der Regel abgeschoben werden können. Wir haben die Nachstellung verschärft. Wir haben das bundesweite Hilfetelefon, wir wollen es umfassend sehen, das Thema, das bundesweite Hilfetelefon eingeführt, wo in 17 Sprachen rund um die Uhr jemand erreichbar ist, um Hilfe zu bekommen. Wir sehen das Problem, dass in bestimmten Kulturkreisen es zu Kinderehen kommt. Wir haben uns auch damit beschäftigt, die Kinderehe verboten. Wir von der Frauenunion sind für ein Burka-Verbot. Das sind nur einige und selbstverständlich ist das noch nicht genug und wir dürfen nicht nachlassen. Es ist auch nicht richtig, Frau Hösch, tut mir leid, Sie zu enttäuschen zu müssen, dass Sie die Einzigen sind, die diese Themen ansprechen. Auch wir sprechen die Themen an. Es gibt, ja, da kommen wir auch noch dazu, da kommen wir auch noch dazu. Sie haben ja keine Lösung, nicht irgendwie, Sie haben überhaupt gar kein konkretes Beispiel gebracht der Lösung, Sie haben nur gehetzt. Aber ist egal, ich versuche, wir versuchen. Ich möchte einfach mit meiner Rede weiterfahren. Also ich denke, wir müssen uns alle ehrlich machen. Es gibt die Ereignisse, die sind schrecklich. Und natürlich ist die Situation, wenn Menschen aus einem anderen Kulturkreis kommen, in dem, das gilt nicht für alle Menschen, die zu uns kommen, aber es gibt Kulturkreise, in denen Frauen nicht gleichberechtigt sind, bei denen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung der Frau nicht anerkannt wird. Das haben wir ja bei den internationalen Verhandlungen immer. Dass wir das auch sehen müssen und dass niemand von heute auf morgen mit Überschreiten der deutschen Grenze sofort seine Einstellung ändert. Das ist also eine Riesenherausforderung, die wir uns da stellen müssen. Und ich glaube, es ist zu einfach, das abzustreiten und so zu tun, als gäbe es es nicht. Das ist genau diese schwierige Situation, die wir hier haben. Deshalb ist es auch so, dass wir nicht ohne Ende Menschen aufnehmen können. Wir stehen auch dafür, dass wir sagen, wir müssen begrenzt sein, damit wir Integration leben können, damit wir helfen können, wo wir wirklich helfen wollen, damit wir Frauen, die zu uns kommen und Hilfe brauchen, auch eine Chance haben. Denn das ist natürlich mit einem unglaublichen Aufwand verbunden. Denn so eine Kultur ändere ich nicht von heute auf morgen, auch nicht, wenn Sie hier leben. Das ist eine Riesenherausforderung für uns alle. Und ich kann uns nur allen raten, in diesem Parlament daran mitzuarbeiten, weil das Ziel von uns allen ist doch, glaube ich, klar. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Wir haben auch da Integrationskurse verstärkt. Signale nach außen, wer zu uns kommt, weiß von vornherein, aber ist dann nicht mehr Herr seiner Frau. Diese Signale sind auch wichtig, dass wir die senden. Wir müssen arbeiten
Nicht nur, indem wir die Signale senden, dass alle kommen können, sondern natürlich auch, dass wir die Signale senden. Aber nur, bei uns haben wir ein anderes Frauenbild. Wir versuchen, in der Debatte Signale zu senden. So, im Moment haben wir hier das Format. Die Interventionsstelle in Bayreuth hat sehr viel Erfolg. Fragen noch Bemerkungen zu wir haben in den Sondierungsgesprächen mit der SPD versucht, wir wollen noch mal massiv die Polizei stärken, die Möglichkeit der DNA-Analyse ausweiten, ein Aktionsprogramm zur Prävention und Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen, Investitions- und Sanierungsprogramm, um den bedarfsgerechten Ausbau und die adäquate finanzielle Absicherung der Arbeit von Frauenhäusern und ambulanten Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen zu ermöglichen. Es ist nicht einfach. Jede Frau soll in dem Land, egal woher sie kommt, übrigens auch die Flüchtlingsfrauen, und egal welchen Glauben sie hat, von uns Schutz erhalten. Wir haben alle eine Schutzpflicht. Die ist in der Situation nicht einfach. Aber ich kann nur eins sagen. Wir müssen das sehen und alle zusammenarbeiten. Darum möchte ich Sie bitten, für die Frauen. Denn Hetze und Stimmungsmache führt zu Angst, führt zu Aggression, führt zu Hass, zu Konflikten und im schlimmsten Fall irgendwann zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Und wenn ich eins weiß, dann ist es das, dass die schlimmsten Opfer in kriegerischen Auseinandersetzungen sind Frauen. Kollegin und was hat wem Frauenpolitik, der letzte Satz, wem Frauenpolitik wirklich wichtig ist, der sollte auch das Letztere bedenken. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Lars Castellucci.